So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Jetzt gucken wir mal, wer uns da so einfach mal aus dem Nichts anschnauzt. Hey, hey, schön langsam, du, ja? Du verdächtiger Kerl, keine Bewegung. Oh, das hätte ich doch nicht erwartet. Ah, du bist Mario, ich wusste es. Du kannst hier nicht passieren, Herr Großmaul. Was? Wieso Großmaul? So lautet der Befehl des Goomba-Königs. Tut mir leid. Aber der einzige Weg hier führt an uns Goomba-Brüdern vorbei. Das sind wir, der rote Goomba und mein Bruder, der blaue Goomba. Der einfach zwei schöne Namen. Nur schnappen wir ihn, blauer Goomba. Ja, er sagt doch mal was. Oh yeah, los geht's, mein rotköpfiger Bruder. Deswegen war noch mal eine Heilung. Ach du. Ach, dafür kann ich den Sprung benutzen. Wow, gehen wir erstmal auf den blauen. Oh, der lebt noch. Immer noch? Mario. Mario, wie gefällt dir das? Ach, ist nur einer, da geht's ja noch. Oh. Erträglich, nicht? Ne, hier fehlt der Hammer. Ist epischer. Und Hammer Time! Der lebt immer noch! Los, Gobario! Ah, der ist schon mal weg. Blauer Goomba! Gag, mein kleiner Bruder! Dafür wirst du bezahlen, Mario! Hat er gerade einen Stinkefinger gezeigt oder irgendwie so, oder was war das? Und Hammer Time! Ja, jetzt Hammer Time! Und jetzt noch Goombario Kopfnuss-Time. Kopfnuss. Und er auch. Wie episch. Hammer-Time. Und Hammer-Time. Und noch Goombario macht hier Kopfnuss und... Spam. Jetzt kommt er wieder. Oh. Vorsicht, Mario. Du könntest ja einen Schnupfen holen. So wie ich. Ja. Und Kopfnuss. Der lebt immer noch. Gibt bestimmt massig Punkte, wenn wir den besiegt haben. Und Hammer Time. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viele Sternpunkte. 20! Oh, ich glaube, das war jetzt sehr laut für euch. Sehr laut. Macht das schon wieder Stinkefinger oder ist das irgendwie so Träne? Ich lass dich nochmal davon kommen. Okay. Oh, hier. Jetzt nochmal schnell heilen. Und. Yeah. Ihr heilt. So. Gucken wir mal, wo ist jetzt hier. Oh. Mal schnell zwischendurch safen. Und gesaved. Ah ja, hier geht's nicht weiter. Okay. Ach, war hier nur ein Bossraum. Wo kommt Goombario her? Hm. Iss einen Pilz, um dich zu erfrischen. Nee, den Pilz will ich nicht. Oh, Schildhilf. Zum Schloss des Goomba-Königs. Königs. Oh, epische Katze. Boah. Oh, da kommen die heulenden Typis. Goomba-König, hilf uns. Mario hat uns verdroschen. Bestimmt auch so ein Schnauzbett. Ich bin mal gespannt. Hä? Guck mal auf einmal her. Oh yeah, ich kann mich teleportieren. Hey Mario, sieh doch. Mario, siehst du das Gebäude? Ich bin mir nicht sicher, dass dort eine Brücke auf die andere Seite führte. Ich frage mich, was wohl damit geschehen ist. Oh oh. Kommt jetzt der erste heftige Boss? Gut, dass ich vorher nochmal gesaved habe. Oh, der hat ja... Der hat ja ein Schnurrbart und die Augen.
Marius, also, du hast die Erdstrafe für diesen Respekt. Unglücklicherweise kommst du einen Schritt weiter. Weil ich der große und mächtige Kubakel dafür sorge, tragen werde, dass der Amt hier enden, der es Ende findet. Hast du gehört, Mario? Nicht einen Schritt weiter. Hast du Angst, kleiner Mann? Buhaha. Ja, du hast Angst. Willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen? Wow, dieser Goomba-König ist wirklich riesig. Aber ich bin mir sicher, er ist kein Gegner für dich, Mario. Schnappen wir ihn uns. Bist du bereit für meinen Zorn? Sollst du besser. Ich verputze dich zum Frühstück. Doch gegen die beiden auch nochmal? Mach ihn fertig, Goomba-König. Wir sind bei dir. Überlass ihn mir. Hey Mario, ich glaube, wir sollten uns zuerst um die Goomba-Brüder kümmern. Sie müssen vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. Oh yeah. Gummusbaum. Bam. Na super. Yeah. Also ich würde eigentlich gerne scannen, aber das traue ich mir jetzt eigentlich gerade nicht wirklich zu. Ach, der macht auch nur einen. So, dafür haben wir uns die BP aufgespart. Ah, ich glaube, wenn da jetzt was rauskommt, das macht doch drei. Oh. Super. Ja. Ich bin mal waghalsig. Oh, der ist schon weg. Ich wollte jetzt eigentlich scannen. Jetzt kommen wir Level up, oder? Yeah. Level up. Wähle einen Wert. Ja, KP erstmal. Es sind mir ein bisschen wenig zurzeit. Was? Wie kann das passieren? Jetzt hat er ab. Yeah, ich wusste. Wir würden es schaffen. Cool, gewonnen! Oh yeah. Was machst du da eigentlich gerade? Oha, heftig. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich möchte aber nochmal kurz zurückgehen. Weil irgendwie... Ach so, so war das. Okay. Ja, dann scheitert es immer noch da. Kann man hier rein oder so? Oh, da hast du scheiße noch gut versteckt, oder? Also, natürlich. Guck mal, König, ich habe ihn vor der Festung im Gras versteckt. Du hast ihn hier drinnen versteckt. Du hast ihn nicht hier drin versteckt. Mario wird ihn ganz sicher finden. Oh, glaubst du? Weißt du? Du könntest recht haben. Guck mal, König, vielleicht sollten wir versuchen, Mario auszutricksen, bevor er versucht. Sprich ich da jetzt drauf, weil mach ich mit dem Hammer? Ich mach mal mit dem Hammer. Mario, um mit gekämpft zu haben, du musst dich warnen. Wenn du irgendwo einen Schalter findest, solltest du ihn definitiv nicht bitte. Er ist gefährlich, verstanden? Du hast was? Du hast mich schon gedrückt? Ja, was passiert jetzt? Oh nein! Heftig. Heftig. Oh. 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 Das Schloss zerfällt. Ich hoffe, das sieht man auch so gut in der Aufnahme. Ja, sieht ganz manierlich aus. Oh, da ist eine Brücke. Und da hinten ist wohl der Goomba-König weggeflogen. Sieh doch die Brücke. Jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen. Jetzt kommen wir hier durch. Episch.
Hallo, hallo, hallo. Und hier auch. Hallo, okay. Moment mal. Ah ja, die sind sicher. Egal, wie nah man an der Wand drin ist, man kommt hier wieder raus. Die Musik wird sich mal langsam ändern. So langsam mag ich die nicht mehr. Oh, oh, oh. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen wieder zurück und mir die Fläche noch mal genauer angucken, aber jetzt kommt hier Kami Cooper. Oh, haben wir den Prolog abgeschlossen? Speichern und weiter. Okay. Oh, Cutscene. Mach ich mal ein bisschen Ingame-Sound lauter. Ich hoffe, es wird jetzt nicht auf einmal so extrem laut. Ist erträglich, aber ich muss ja doch noch synchronisieren. Mächtiger König Bowser, ich habe nach euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Toad Town. Was? Unglaublich! Was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternstabes benutzt, weil er darum gebettelt hat, ein König zu werden. Und dann lässt er von Mario so mühelos schlagen. Was für ein Schwächling! Kami Cooper, du bist dir doch völlig sicher, dass Mario das uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, eure Finsterkeit, versucht euch zu beruhigen. Der Goomba-König war doch ein kleiner Fisch. Ich habe mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen, denn solange ihr den Sternenstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könntet Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen. Ja, ja, sehr gut. Übrigens, Kami Cooper, es besteht doch wohl keine Möglichkeit, dass die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte geben können, oder? Bitte sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten. Und natürlich wird auch jeder von Hand verlesenen Individuen bewacht. Nicht mehr Mario ist in der Lage, alle 7 hohen Sterne zu retten. Welche Sterne? Welchem Stern ist Mario jetzt am nächsten? Ist es der in der Festung der Koopa-Brüder? Sollte Mario irgendwie dahin gelangen, könntet ihr die Koopa-Brüder besiegen? König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Ja! Oh, die Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Hier kommt Koopa-Brüder. Haha, oh yeah. Wir sind die Coolsten der Cool. Kami Cooper, bist du dir sicher, dass diese Kerle die richtigen für den Job sind? Der Goomba-König war riesig und nicht mal er konnte Mario besiegen. Aber, König Bowser. Ja, der Goomba-König war zwar riesengroß, aber er war auch ein totaler Schwächling. Wir sind nicht wie er. Denn wir verfügen über ein absolut perfektes Teamwork und ein rückenreines Taktgefühl. Gemeinsam können wir Mario in Sekunden schnell in ein wimmerndes Baby verwandeln. Exzellent, das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa-Brüder. Zeigt unserem König den Spezialangriff, den er so gut beherrscht. Jawohl, Madame. Seid ihr alle bereit? Oh. Oh, 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 das ist, oh, oh Gott. Wie gefällt euch das, König Bowser? Wie war das? Oh ja, ausgezeichnet, ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario hat keine Chance, wenn ihr ihn mit dieser Technik angreift. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in eurer Festung eingeschlossen habe. Wer braucht ihn eigentlich? Bewacht ihn eigentlich? Niemand, Sir. Ihr wisst, wir sind da jetzt hier und deshalb... Ihr Idioten, benutzt euren Verstand! Sofort! Zurück zur Festung und bewacht diesen Stern! Ein bisschen still gerade. Und da hauen sie ab. Cute.
Oh yeah. Ich kann mich wieder bewegen. Und wir gehen gleich mal wieder zurück. Oh, eine Mütze. Okay, das war's. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal schnell wieder dahin zurück. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder für heute. Hoffentlich schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein. Also, tschüss.